Weiter geht's mit Super Mario World und diesmal mit der Star World. Das erste Level heißt Knarli, wie auch immer man das ausspricht. Das ist auf jeden Fall ein Synonym für cool oder so ähnlich. Ich frag das Teil mal. Amazing, few have made it this far. Beyond this lies the special zone. Completed and you can explore a strange new world. Good luck. So, hier sind überall Ranken drin, würde ich jetzt mal raten. Es ist schlecht, dass Yoshi leider schon wieder verloren gegangen. Okay. Ich nehme das hier übrigens mit einer Erkältung auf. Deswegen gibt es vielleicht diesmal ein paar mehr Unterbrechungen, weil manchmal fängt mein Auge an zu drehen. Tränen. zu drehen. Nein, zu tränen. Und dann sehe ich fast nichts mehr. Jetzt muss ich hier runter. Hier rein? Nee. Ich lasse mir mal Zeit. Oh, ich habe alle Yoshi-Coins. Ah. Tschüss. Hey, was geht hier ab? Nein. Nein. Ernsthaft. So, ich hab's wieder bis hierher geschafft. Keine Ahnung, was der Schalter bringen soll. Aber ich aktiviere mal den blauen. The fuck? Feder. Okay. Und nein, ich hab sie noch bekommen. Ach, das war's schon. Ist mir jetzt egal. Easy. So, mal sehen, welches Level als nächstes kommt. Tubular. Ist auch ein Synonym für cool. Es ist nicht so einfach. Ach so. Ach. Natürlich. Nein. Okay, nächster Versuch. Ach, zum Glück. Flieg doch. Uff. So schneller? Ach so. lol. Also den P-Switch muss man zuerst aktivieren, gut zu wissen. Ach, hier ist noch einer drin. Yoshi, tschüss.
Holy shit. So, nächster Versuch. Diesmal. Habe ich mir ein Cape mitgenommen. Achso. Also man verliert, wenn man auch nur ein einziges Mal getroffen wird. Gut zu wissen. Ach, ich habe gehofft, dass da vielleicht ein so ein Ding drin ist. Nein! Ach Junge. Schon den Game Over Screen wollte ich auch noch zeigen. Ja toll. Och Junge, nein. Okay, ich bin ein Stück weiter gekommen. Ich habe jetzt auch erfahren, dass da unten noch ein P oder was das sein soll drin ist. Ja. Ich habe mir ein paar Leben gefarmt, also 8 Stück. Bin ich aber einmal gestorben und hatte nur noch 7. Falls ich mir fragt, was mit Luigi ist. Luigi ist tot. Da lässt sich jetzt nichts machen. Und yep. Und jetzt ist es hoffentlich kein Opferlevel. Ja, es ist kein Opferlevel, glaube ich zumindest. Zunächst mit dem Level zum Laufen. Ich hasse mein Leben. Nein, nein, nein! Och nee, das wollte ich doch nicht. Naja, wenigstens habe ich jetzt hier eine schöne Yoshi-Coin, die mir 0 bringt. Bam, bam, bada, bam, bada, bam, 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 bam. Nächster Versuch. Diesmal lasse ich es an, das Ganze. So, mal sehen, was sich hier machen lässt. Ich geh mal runter. Wieder hoch. Röhre? Yoshi! Stimmt, ich hätte mir eigentlich mal Items holen können jetzt. Naja. Perfekt. Oh shit. Wenn man die Zunge rausstreckt, kann man kurze Zeit nicht fliegen. Richtig belassen, wenn ich deswegen gestorben wäre. Oh, das war's, nice. Awesome. Tadam. Alter. Keine Chance. Hier rutscht man ja übelst. Hier rutscht man übelst.
Ja, okay, diese Jump'n'Run-Levels sind viel einfacher, als wenn man da so komisch rumfliegen muss. Ja, den P-Switch brauchte man bestimmt irgendwo weiter hinten noch, aber ist mir egal. Easy. Easy. Ich dachte, ich könnte drauf springen. Komm, one up. Easy. One up, one up. Nein, ich wollte abspringen. Es hat aber nicht reagiert. Nein. Nächster Versuch. Diesmal spinne ich nicht irgendwie rum, diesmal als kleinste Richtung Ziel. Nein. Ich hätte Anlauf gebraucht. Okay, hoffentlich klappt's diesmal. Ich nehme mal die Feder mit, vorsichtshalber. Nein! So, mit etwas Glück klappt's diesmal. Yep. Easy. Falls sich jemand fragt, warum ich so wenig Leben habe, ich habe Luigi was abgegeben. Ich dachte, das kann so nicht weitergehen, wenn er die ganze Zeit tot auf der Overworld ist. Da liegt. So, das war's noch nicht. Es gibt noch vier weitere Level, also mit dem mitgezählt noch vier weitere. Okay, und das Level kommt mir etwas bekannt vor. Das erinnert mich nämlich ans erste Level oder ans zweite oder irgend sowas in dem Bereich. Ich gönne mir mal die Feuerblume. So, die Feder ist mir auf jeden Fall lieber als die Feuerblume. Kann man dagegen was machen? Nö. Okay, das ist jetzt eine gemeine Stelle. Der kommt runter. Alles klar. Okay. Aus der Situation bin ich eigentlich ganz gut rausgekommen. Ich gehe mal ganz hoch. Das sollte ich ab. Mach es am besten einfach mal so. So eine schlechte Idee realisiere ich gerade. Ich warte, bis alle unten sind. Genau. Easy. Besser hätte man das Problem nicht lösen können. Uff. Ach, das, ich wollte noch in die Flagge. Naja. Okay, das Level ging. First try. Ist doch immer okay. So, nächstes Level. Mondo. Oder Mondu. Oder Mandu. Ja, das ist immer diese. Das ist halt immer diese Aussprache. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Das Wasser, das ist nicht wirklich transparent, wie es vielleicht aussieht. Versteh, du Idiot. Ich priorisiere zwar Yoshi, aber Schluss wird nichts. Ist die ganze Zeit eine Strömung, merke ich gerade. Das war's mit der Strömung. Zumindest fürs Erste. Komm her, Fisch. Okay, die Fische, die sind mit einer Berührung schon tot. Komm, 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 komm. Easy. Ich
Ich warte mal, bis das Wasser wieder unten ist. So, den Fisch gönne ich mir. Komm. Warum ist das so, wenn man Escape schon hat? Ja, okay, das ist lame. Das ist zwar lame. Nein, 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 nein. Okay, Yoshi ist ja echt praktisch wegen den Munchern. Ach komm, erstmal alle Fische hier töten. Sterbt. Tot den Fischen. Jetzt habe ich Angst. Okay, 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 den brauche ich, den brauche ich. Komm her. Oh nein! So, ich bin jetzt da, wo ich von vorher war. Diesmal habe ich eine bessere Lösung dafür, und zwar diese nicht. Sondern diese. So einfach kann es sein, wenn man nur die richtige Taktik hat. Und schon habe ich 25 Punkte und das Level geschafft. 49. Ah, ich glaube, das kriege ich nicht mehr voll.